Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Star Wars-Freunde. Mein Name ist Sirius und heute wollen wir eine der weiteren Singleplayer-Missionen spielen. Von denen gibt es ja eine ganze Reihe und im letzten Video haben wir gemeinsam diese Schlacht uns angeguckt, wo ich bisher einen Stern freigeschaltet habe. Mehr Sterne gibt es dann halt, wenn man das im Nachhinein dann nochmal auf schwer, mittel oder was weiß ich freispielt. Und heute wollen wir einfach das Heldengefecht mal ausführen. Da könnt ihr sehen, unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Und eben dementsprechend bekommt ihr halt Credits, Sterne, ob ihr alle Bergungsobjekte einsammelt und ob ihr unaufhaltsam seid. Das lässt sich hier im Splitscreen spielen oder als Solo-Mission. Solo-Bestzeit normal, offline. Warum bin ich offline? Bin ich jetzt hier offline gegangen? Kann eigentlich nicht sein. Du bist offline. Achso, okay, das ist mir eigentlich egal. Wir spielen es ja so oder so. Solo. Heldengefechte. Das Gesicht sieht ganz gut aus auf dem Screenshot, oder? Besiegt gegnerische Truppen und sammelt ihre Token, um die Schlacht zu gewinnen. Lasst nicht zu, dass der Feind punktet, indem er eure Token sammelt. Wer als erster 100 Punkte hat, gewinnt. Das ist das gleiche wie bei Call of Duty mit den Erkennungsmarken. Also da hat man halt 1:1 den Spielmodus geklaut, könnte man sagen. Der heißt, wie heißt der Spielmodus bei Call of Duty? Ich habe den so gerne gespielt. Wollen wir das galaktische Imperium spielen oder die Rebellenallianz? Wir sind mal die Rebellen weiterhin. Und dann können wir auswählen zwischen Luke Skywalker, Han Solo und Prinzessin Leia. Auf der anderen Seite wäre das gewesen Darth Vader, der Imperator oder Boba Fett. Haben dann auch alle unterschiedliche Fähigkeiten. Könnt ihr sehen, Boba Fett mit Flammenwerfer wäre bestimmt auch cool und Handgelenkrakete, oder? Finde ich eigentlich auch stark. Eigentlich würde ich gerne Boba Fett spielen. Aber wir fangen mit den Rebellen an. Wollen wir Luke Skywalker sein oder Prinzessin Leia? Prinzessin Leia kann halt rumballern, während Luke Skywalker natürlich... Wir spielen Luke Skywalker. Ich finde ihn zwar als Charakter von den dreien hier als ist ja für mich der unsympathischste, ehrlich gesagt. Entschuldigung, liebe Star Wars-Freunde. Aber ich finde jetzt so fürs Gameplay, glaube ich, ist das am passendsten. Möge die Macht mit uns sein. Ich finde, er wirkt auch so dünn, der Arme. So, besiege Gegner. Kommt wahrscheinlich jetzt hier, oder? Das ist total praktisch, oder? Das ist irgendwie die stärkste Waffe von allen, finde ich. Also die Angriffe blocken und dann einfach die Laserstrahlen dann zurückwerfen quasi. Was kann er nochmal? So ein Laserimpuls auf Y da, oder was ist das? Das mal ausprobieren. Habe ich bisher, wie gesagt, noch nicht so. Ich finde es ein bisschen blöd, dass das Imperium gar nicht auftaucht. Wo ist denn das bitte? Da drüben müssen wir hin. 56 Meter, ist das richtig? Wahrscheinlich. Ah, nein, nee, das ist unsere Basis, ne? Eigentlich wird hier mal auf dem Radar angezeigt, da mit Rot, wenn irgendwo Gegner sind, ne? Ich sammle hier mal so Dinge. Sammeln sie alle ein, okay. Was bedeutet das jetzt mit diesem 1 Minute 32? Also oben jetzt 1,35, 36, was weiß ich, was da gerade angezeigt wird. Okay, das war ein Machtschub, den ich ausgeführt habe, ohne notwendig zu sein. Was kann er hier? Ah, hier kann er so nach vorne sprinten. Da drüben, das sieht so aus, ne? Ach so, das kann er nur ein paar Mal machen. So, ich sammle da hinten mal das Ding ein, wofür auch immer das gut sein mag. Das ist so Energieschübe oder was? Das hier? Ah ne, das ist so ein Bergungsobjekt, wirklich. Gleich mal probieren, was auf Y passiert. Ich hole dich hier!
Ah, okay, dann macht er so einen Rundumschlag. Ich räume den Weg frei! Ist ja auf jeden Fall auch relativ stark, der gute Luke. Also die Helden ja natürlich so oder so stark. Ich finde, er könnte ein bisschen breiter sein oder so einen Mantel anhaben, damit er ein bisschen cooler aussähe, oder? Ich finde, er sieht so ein bisschen so, naja, so richtig cool sieht er halt nicht aus. Jetzt wurde ich gerade anvisiert von irgendwo, oder? Ich habe noch nicht die Macht ausprobiert hier mit LB. Ist das so ein Machtschub? Die Macht wird mich schützen. Geil. Da unten ist noch ein Token. Warum habt ihr den nicht eingesammelt, ihr Pflaumen? Ah doch. Da gerade eingesammelt worden. Ah, jetzt kommen auch mal ein paar Gegnerwellen endlich, oder? Oh, ich bin schon auf 33% runtergefallen. Ich glaube, bei 2 Punkte geborgen. So, wenn meine Kollegen fallen, dann müsste halt die... Das waren bei Call of Duty, waren das die Erkennungsmarker. Wie heißt denn Gottverdammt nochmal der Spielmodus? Den habe ich immer so gerne gespielt. Ist eigentlich ein bisschen dreist, dass sie das so 1:1 übernehmen und das mal gar nicht ein bisschen anders machen, oder? Ich könnte mal so einen Lebenspunkt gebrauchen oder irgendwie was. Ja genau, machen wir Lichtschwert an. Das sieht immerhin ganz cool aus. Soll ich mal einen Moment leise sein, dass ihr mehr von der Atmosphäre mitbekommt? Musik von Speeder Scout. Okay, aber die haben noch keinen einzigen Token eingesammelt. Da drüben ist einer mit einer Rakete. Kriegt mich aber von hier aus so oder so nicht. Wo sind die anderen Objekte? Muss ich wirklich da hinten rüber, wo das angezeigt wird? Das finde ich super. Das macht voll Spaß. Also mit dem Laserschwert zu blocken und dann gleichzeitig dann das zum Kill zu nutzen, finde ich super. Das ist so genial. Also das haben sie echt schön umgesetzt. Läuft doch hier nicht so schlecht. Ach, ist das geil. Der Sound alleine, oder? Fucking fantastisch. Ja, da gucke ich. Der gute Luke Hamilton. Ich finde seinen Anzug immer noch so ein bisschen gay, darf man ja nicht sagen, oder? Aber der hätte ja schon irgendwie was anderes anziehen können, Mensch. Also irgendwie ein bisschen was Cooleres. Ist auch in den Filmen schon mal coolere Sachen an, oder? Ich habe jetzt wirklich, ich habe heute Abend auf der Leinwand, habe ich den ersten Star Wars Teil geguckt. Und ja,
Hat mir doch richtig gut gefallen, muss ich sagen. Also stellenweise hat es natürlich so Jar Jar Binks und so schon ein bisschen anstrengend. Hat so ein bisschen arg viel Märchen-Flair für mich. Aber trotzdem schon cool. Ich finde es immer noch schade, dass Darth Maul sofort gestorben ist, weil ich das irgendwie so vom Look her für so einen starken Charakter gehalten habe. Ist der eigentlich auch hier im Spiel drin? Kann man Darth Maul spielen? So, 7 Minuten 22. Das war doch jetzt irgendwie okay. Und ich würde sagen, ich lasse das auch mit der einzelnen Mission hier pro Video. Das finde ich irgendwie angenehmer. Heldengefecht. Ich gehe ganz kurz nochmal als Bösewicht rein. Und man könnte natürlich das jetzt auch ausreißen und wirklich zu jedem einzelnen Helden ein Video machen. Also zu Han Solo, zu Prinzessin Leia und so weiter und so fort. Aber das finde ich ein bisschen übertrieben. Vielleicht machen wir das hinterher noch, wenn ich gar nicht mehr weiß, was ich als Content bringen soll. Aber ich steige nochmal ganz kurz so zwischendurch hier als galaktisches Imperium ein. Und Darth Vader ist ähnlich. Habe ich ja schon mal gespielt in einer Trainingsmission. Schwerer Schlag, Lichtschwertwurf ist zum Beispiel ziemlich cool. Finde ich sogar noch besser als diesen Rundumschlag, den Luke jetzt gemacht hat. Den Imperator fand ich nicht so cool. Dieser Machtwirbel, dass er so durch die Gegend spielt, finde ich, passt auch nicht zu seinem Opa-Look. Und ich würde ganz gern Boba Fett spielen, weil es jetzt halt was anderes ist als Lichtschwert. Ich spiele das noch 2-3 Minuten an. Nicht nochmal komplett 10 Minuten lang durch. Wenn ihr Bock drauf habt, guckt ihr noch mit rein. Ansonsten dürft ihr natürlich auch schon abschalten jetzt. Abschalten, liebe Kinder. Geil. Also ist auch, ich bin so gespannt drauf. Auf PC wird es bestimmt so fett aussehen, ey. Mal gucken, was LB jetzt ist als Fähigkeit. Ach, das ist der Flammenwerfer, okay. Das ist natürlich im Nahkampf dann derbe. Erstmal so hat er den Blaster, den wir mit rechts schießen können. Also hier. Wenn wir LT ziehen, dann hat er halt den Jackpack hier. Und LB hat da Flammenwerfer und so eine Handgranate am Arm. Wahlweise natürlich hier im Blick. Wie komme ich jetzt nochmal? Moment, ich wollte in die Ego-Perspektive schalten. Macht er jetzt gerade bei mir nicht? Warum nicht? Ey, geh mal in die Ego-Perspektive. Das ist doch normalerweise. Normalerweise ist das den Digital-Pad. Anvisieren kann man, indem man den rechten Stick drückt. Aber normalerweise ist das ja, indem man das Digitalkreuz nach unten drückt. Das habe ich jetzt nicht gesehen oder nicht gefunden. Ich probiere es nochmal. Nö. Ich halte das jetzt hier die ganze Zeit runter. Nach vorne. Achso, dann macht er halt diesen Move. Ich erledige das. Rechts, links macht er jetzt gerade nichts. Nö, macht er gerade nicht. Warum auch immer. Du bist schwach. Okay, der Flammenwerfer ist vielleicht noch nicht so nützlich, wie er aussah zunächst. Ich gehe mal gucken, was da oben ist. Da war ich ja beim letzten Mal nicht. Heldengesundheit. Ach, das war ein Gesundheitspickup. Ach so, okay. Hier. Rakete geworfen. Auf deinem Kopf ist deine Training ausgesetzt. Geil. Also macht auch Spaß, muss ich sagen. Spielt sich halt komplett anders, weil es halt wesentlich mehr schusslastig ist natürlich. Das müsste reichen. Bam! Mit der Rakete. Ja, Boba Fett kann ich jetzt definitiv schon mal sagen. Sehr cooler Charakter im Game, im Spiel. Na, achso, er kann die Kanone anscheinend nicht benutzen. Kann man auch wirklich ganz gut im Fliegen gerade kontrollieren, konnte man, glaube ich, sehen. Jetzt bin ich dran. Ich hab dich in die Sicherheit.
Boah, zurück in die Schlacht. Scheiße! Ich bin aus der Schlacht rausgeflogen, Entschuldigung. Bin Gegner-Spawn rein, wäre fast das Spiel abgebrochen. Rakete? In your face. So, meine Freunde, ich verabschiede mich jetzt von euch. Ich finde Boba hier auch mal mega fetter Charakter, mega gut geworden hier mit dem Flug. Und richtig schönes Ding, macht enorm viel Laune, den Charakter hier zu spielen. Mal gucken, ob ich abstürze, wenn der Jackpot leer ist. Ne, man landet doch noch einigermaßen sanft. Ich sag danke fürs Zuschauen. Geil, dass ihr Bock drauf habt, bei mir Star Wars Battlefront zu gucken. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne einen Daumen hoch drücken oder mal sagen, welche Kampagne euch besser gefallen hat bisher und ob ich lieber die gute oder die böse Seite spielen soll. Bis zum nächsten Mal und haut rein.